Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt auch so ein wundervolles Wetter wie wir hier draußen. Ich werde nämlich heute ein bisschen mit euch durch den Tag gehen. Es gibt nämlich so ein, zwei Dinge, die ich gern mit euch bequatschen würde. Aber als erstes müssen wir zur Post. Ich habe hier nämlich noch zwei Sachen, die ich abholen muss, zwei Sachen, die ich verschicken muss. Und das hier ist der defekte WLAN-Router, den ich endlich mal zurückschicken muss. Ich habe mir gedacht, wenn Vodafone schon fast eine Woche braucht, um ihn mir zuzusenden und ich eine Woche hier ohne Internet sitze, dann können die auch genau mal diese Woche warten, bis ich dieses Teil zurückschicke. Ganz einfach. Auf jeden Fall fahren wir jetzt auf die Post, holen noch ein paar Geiseln ab, nehmen auch gleich Lani mit, dann gehen wir nämlich in den Wald. Ich habe in der Tasche schon zwei Bücher, wo ich Fotos von machen möchte. Und ich habe da oben bei mir im Wald so ein, zwei super schöne Stellen, die ich euch auf jeden Fall zeigen möchte und wo definitiv sehr, sehr schöne Fotos entstehen werden. Ich würde sagen, ich esse jetzt noch mein Brot schnell fertig und dann springe ich ins Auto und wir fahren los. Ich bin jetzt schon ungefähr eine Stunde im Wald und irgendwie ist mir außer Lana noch kein einziger Hund begegnet. Wo sind die ganzen Hunde aus Heiligenberg hin? Ich habe keine Ahnung. Mir ist jetzt schon ultra warm. Ich habe mich die ganzen Berge hochgeschleppt. Es ist echt 28 Grad und extrem heiß, trotz ab und an ein bisschen Schatten im Wald. Aber was wird dann erst im Sommer? Diese Umstellung im März hat noch geschneit und im April sind es 30 Grad. Damit kommt mein Körper gerade nicht so gut klar. Ich habe zwischendurch jetzt die ganze Zeit auf dem Handy Hörbuch gehört. Ich bin gerade bei Trust Again. Ich habe ja vorher Begin Again gelesen und ich wusste irgendwie die ganze Zeit nicht, dass die Bücher nicht zusammenhängen, beziehungsweise die Story nicht von Anfang bis Band 1 bis Ende Band 3 weiterläuft, sondern dass jeder Band sich auf ein gewisses Pärchen in den ganzen Büchern bezieht. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe eigentlich gehofft, dass es mit Ellie und Caden weitergeht. Natürlich mag ich Dawn auch, aber ich weiß noch nicht. Ich habe ja Save Me von Mona schon gelesen und das war ja mein erstes, obwohl die Again-Reihe ja schon viel länger draußen ist, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Save Me hat mir zwar gefallen und der Schreibstil gefällt mir an und für sich auch, aber genau wie bei Save Me stört mich bei der Again-Reihe irgendwie, dass Mona wirklich sehr, sehr viele Klischees immer mit einbaut. So reiches Mädchen, versucht sich neu zu finden und der Bad Boy und dann bei Dawn auch jetzt wieder, sie hat ihre Probleme, er hat seine Probleme, keiner möchte dem anderen davon erzählen. Es ist echt ein bisschen klischeebehaftet. Außerdem habe ich manchmal, wenn so ein bestimmter Absatz gerade läuft, genau in meinem Kopf als Idee, was als nächstes passieren könnte. Und irgendwie passiert dann auch genau immer das. Und das mag ich eigentlich an Büchern gar nicht so, wenn sie so berechenbar sind. Wenn ich jetzt mal vergleiche mit Colleen Hoover, die drei Bücher, die ich gelesen habe, die hatte so oft Plot-Twists drin, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und bei Mona, leider Gottes, ist es bisher immer sehr, sehr berechenbar. Und es ist irgendwie nicht so, dass
große Spannung bei mir aufkommt, weil ich mir immer schon denken kann, was passiert. Ich warte es mal ab. Ich bin ungefähr bei einem Drittel von Trust Again. Der dritte Band liegt auch schon bei mir zu Hause. Ich versuche halt immer zwischendurch das Hörbuch zu hören, wenn ich unterwegs bin, weil ich halt doch auch irgendwie wissen will, wie die Geschichte weitergeht. Ich laufe jetzt mal noch ein bisschen weiter. Es dauert noch ungefähr eine halbe Stunde, bis ich wieder zurück am Auto bin. Wollte jetzt noch ein paar Fotos machen. Ich habe zwei Bücher eingesteckt. Einmal habe ich Berühre mich nicht dabei. Das hat mir ja der Matti letztens geschenkt. Und dann habe ich dabei Jules, das Buch, das meinen Namen rief. Da ist vorne drauf ein Hund, da sind Macarons drauf und es ist eine Liebesgeschichte. Also irgendwie so genau das, was mich irgendwie berührt und ausmacht. Ich laufe auf jeden Fall jetzt mal weiter und dann sehen wir uns später, spätestens dahin wieder. Juhu! Ich musste mich doch noch mal zwischenmelden. Ich wollte euch nämlich den Platz hier zeigen. Das hier ist eine Bank. Ich weiß gar nicht, warum die hier steht. Aber hier auf dem Weg sind so ganz viele komische Skulpturen. Das ist irgend so eine Künstlerreihe, die sie hier im Waldstück eröffnet haben. Also hier die Bank. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht. Steht hier. Und ich drehe mich mal gerade rum. Hier oben hängt noch so ein komisches Holzkreisteil. Also hier ist richtig schön. Wer sagt, dass es im Saarland keine schönen Fleckchen gibt, der war, glaube ich, noch nicht im Saarland. Lani ist ganz begeistert. Die tappt hier die ganze Zeit im Wasser rum. Lani, komm her. Hallo. Lani ist normal gar kein Wasserhund. Sie hasst Wasser normal abgöttisch. Aber irgendwie ist es heute so warm, dass sie sich gedacht hat, sie geht mal wirklich bis zur Brust rein. Ja, jetzt brauchst du dich nicht, um mir trocken zu machen. Bist du selbst dran schuld. Komm, wir gehen ins Auto. Ja. Schön, danke. Muss sowieso waschen. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich war noch kurz bei Matti und habe dem das Auto gebracht. Jetzt schauen wir mal, was hier Gutes drin ist. Eine Rechnung. Ah ja, genau. Ich habe nämlich wieder Karabinerhaken bestellt für die Schutzengel, die ich in meinem Shop habe. Bei dem Laden, das war Beat Vision. Da bestelle ich eigentlich relativ gerne. Das ist ein Davanda-Shop. Ich weiß nicht, ob es da auch noch einen anderen Shop gibt, aber da weiß ich, dass die Qualität der Karabiner sehr, sehr gut ist und da bestelle ich auch immer die Flügelchen. So. Und man kriegt immer noch so ein bisschen Kleinkram dabei. Die Hand finde ich eigentlich ganz schön. Kann ich mal schauen, was ich da draus mache. Und mittlerweile habe ich so viel von den bunten Perlen, dass ich bestimmt schon ein ganzes Armband zusammenkriege. Dann holen wir mal das hier. Ich glaube, ich weiß auch schon, was da drin ist. Ich reiße jetzt einfach mal. Ich bin schwach. Das einfach. Reißen wir hier mal auf.
Genau. Ich habe, auch wenn ich kein Kind habe, bei Mami Kreisel bestellt. Ich schaue dann nämlich immer ein bisschen, ob ich was für meine Nichte finde. Und da war eine, die hatte so viel süßes Zeug dabei. Das fand ich so süß. Ich muss ein bisschen weg. Ma Chérie, mit so einem Schleifchen im Haar. Fand ich ganz knuffig. Das da fand ich auch süß. Vor allem, weil da hier so eine Schleife mit so einem, ich weiß gar nicht, wie der Stoff heißt. So ein Schlauchstoff ist da drauf. Aber die Katze hat mir so gut gefallen, auch wenn ich ja eigentlich pro Hund bin. Da hatte sie noch was. Mit einem Kätzchen. Und den Pulli fand ich süß, auch wenn es jetzt Sommer ist. Aber ich denke mal, wenn es abends ein bisschen kühl ist, kann man ruhig noch was mit langen Armen anziehen. Und das hier ist für eine andere Freundin von mir, die jetzt quasi jetzt oder in den nächsten Tagen ihr Baby kriegen sollte. Und ich fand den Waschbär so knuffig. So, das wird jetzt alles nachher einmal gewaschen. Auch wenn immer gesagt wird, es ist gewaschen, aber ich traue der Sache nie. Dann muss ich euch noch was über dieses Buch erzählen. Ich war gestern im Garten, habe mich ein bisschen gesonnt und habe gedacht, ja, liest du mal zwischendurch so eine kleine Novelle, bist du schnell durch. Das ist was, wo ich jetzt zum Beispiel wirklich zwischen Tür und Angel lese. Dann habe ich geschaut, Ruf der Versuchung, gibt es eine ganze Reihe davon mit 14 Novellen. Da war meine aber nicht dabei. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil dieser Midnight Breed Serie und da ist es der letzte Band. Also habe ich bei Instagram mal einen Aufruf gemacht, falls jemand Interesse an dem Buch hat, schreibt mir gerne, ich brauch's nicht, weil ich habe jetzt echt keine Lust, 15 Bücher oder noch mehr vorher zu lesen, bevor ich dazu komme. Angeblich laut Google ist ja mein Freund und Helfer, muss man die vorigen Reihen nicht unbedingt gelesen haben. Aber ich finde sowas immer doof. Wenn ich ein Buch habe, dann möchte ich auch, dass ich die Vorgänger schon gelesen habe oder zumindest weiß, um was es geht. Aber eine Freundin von mir hat mir geschrieben, ah ja, leg's mir mal zur Seite. Ich mag die Autorin und jetzt lege ich es zur Seite. Und dann kriegt sie es, sobald ich sie mal sehe. Ich war jetzt eine fleißige Hausfrau und habe mal die Waschmaschine angeworfen. In der Zeit habe ich auch mein Essen schon in den Ofen geschoben. Es ist jetzt ungefähr 3 Uhr. Ich warte eigentlich auf meine beste Freundin. Die wollte mich um 14:45 rum abholen. Wir wollen noch ein bisschen nach Saarbrücken an den Staden. Das ist direkt unten am Saarufer. Da ist eine riesen Wiese, da sind Bierzeltgarnituren. Da kannst du was zu trinken kaufen, kannst dir Bratwürste kaufen. Ist eigentlich immer ganz schön im Sommer. Ich hoffe, sie kommt auch um 14:45. Ich brauche nämlich nicht lang jetzt zum Essen. Ich habe mir noch einen kleinen Salat gemacht aus roter Beete und Mais. Das werde ich jetzt gerade noch schnell dazu essen. Da ist ein bisschen Pulled Turkey drin. Das muss jetzt nur gerade noch mal warm werden. Und ja, dann geht's ab an den Staden. Man muss ja das Wetter genießen, solange es hält. Und ich würde sagen, ich weiß noch nicht, ich glaube, ich nehme die Kamera nicht mit dahin. Hitze und Elektrogeräte vertragen sich nicht so gut. Aber heute Abend, wenn ich wieder da bin, gibt es noch was ich mit euch besprechen wollte, beziehungsweise was ich euch erzählen wollte. Nichts Weltbewegendes, aber dafür ist jetzt gerade keine Zeit mehr, weil mir das Essen sonst verbrennt und ich nicht rechtzeitig loskomme. Ich würde sagen, wir sehen uns später wieder und wünsche euch noch ganz viel Spaß in der Sonne. Hello, ich bin wieder zurück aus Saarbrücken. Wir haben uns ein kleines, schönes Plätzchen unten an der Saar direkt gesucht, wo noch so ein bisschen Schatten war. Ich war mir nämlich nicht so sicher, ob ich jetzt, wenn ich das erste Mal richtig lang in der Sonne bin, die ganze Zeit in der Sonne sitzen möchte. Wie man sieht, ist meine Nase auch ein bisschen rot geworden. Ich habe mich nämlich nicht eingecremt. Ich bin ein schlechtes Vorbild. Auf jeden Fall ist es jetzt 8 Uhr. Ich bin zurück. Ich werde jetzt noch ein bisschen mich auf die Couch verziehen und werde noch mein Trust Again weiterlesen. Vielleicht kann es mich ja im Laufe des Buchs noch ein bisschen mehr überzeugen, dass das ganze Ding nicht nur aus Klischees besteht. Aber was ich euch auf jeden Fall noch zeigen wollte, was endlich angekommen ist. Ich glaube, ich habe es im Dezember bestellt oder Anfang Januar, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe hier die ganze Zeit gemault, dass meine zwei Drachen, mein Drogon und mein Viserion, glaube ich, waren immer noch nicht geliefert. Die sind jetzt auch vor 1,5 Wochen endlich mal angekommen.
4 Monate ist ja auch eine Top-Lieferzeit. Dann habe ich aber noch eine Figur bei EMP bestellt. Ich glaube im Januar. Und die kam jetzt letzte Woche an. Also da muss ich EMP auch ein bisschen rügen, wenn man was auf seiner Seite hat und da steht lieferbar ab Ende Januar und man bestellt Anfang Mitte Januar, dann erwartet man auch, dass es spätestens vielleicht im Februar da ist und nicht alle 2 Wochen eine Mail kommt, es verzögert sich und dann ist es Mitte April, bis es ankommt. Ich meine, im Endeffekt hätte ich es nämlich woanders dann auch schon früher bekommen. Und zwar ist die Rede von dieser kleinen Schönheit hier. Meine süße Cheryl Blossom. Ich liebe die ja. Ich habe jetzt gerade gestern Abend die neue Folge auf Netflix geguckt und sie ist einfach der Knaller. Ich weiß nicht, am Anfang fand ich sie irgendwie doof, aber mittlerweile bin ich so verliebt in Cheryl Blossom, weil sie einfach so eine Granate ist und die Figur passt einfach. Jetzt spiegelt es wieder schön. Passt einfach perfekt. Außerdem wollte ich euch noch erzählen, dass ich mich jetzt auch bei der Lesejury beworben habe. Da haben sie nämlich momentan Save You, also der 2. Band von Mona Kastens Maxton Hall Reihe. Da haben sie eine Leserunde und da kann man sich bis zum, ich glaube, nächstes Wochenende, Freitag? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall noch so 7-8 Tage kann man sich da noch bewerben. Ich weiß nicht, wer die Lesejury kennt. Die machen manchmal Leserunden, Gewinnspiele etc. Und dann kann man einfach so eine kleine Bewerbung abgeben. Da schreibt man rein, warum man gerade dieses Buch lesen möchte, was man allgemein gerne liest. Natürlich kann man dann auch noch auf andere Rezensionen von sich verlinken oder verweisen ist das richtige Wort. Man kann auf andere Rezensionen verweisen, zum Beispiel bei Goodreads oder ob man bei Amazon regelmäßig Rezensionen hochlädt, abtippt. Und ich fand es eigentlich ganz cool, weil diesmal ist irgendwie die ganze Aktion begleitet von der Autorin. Also Mona wird da irgendwie auch mit dran teilnehmen. Es sind, glaube ich, 50 Exemplare vorbestimmt. Also 50 auserwählte Personen dürfen an dieser Leserunde mitmachen, dürfen dann auch sich mit Mona austauschen, wenn ich das, schlag mich, wenn es nicht so ist, wenn ich das jetzt richtig weiß. Und es gibt dann immer bestimmte Zeitabschnitte, in denen man einen gewissen Abschnitt vom Buch lesen muss und dann wird sich in der Gruppe dort ausgetauscht und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Das ist halt das Schöne an BookTube. Man kann sich mit Leuten, mit denen man das gleiche Hobby teilt, einfach austauschen. Man kann über Bücher diskutieren, man kann über Charaktere diskutieren, man kann einfach mal mit Leuten sprechen, die das gleiche Buch auch gelesen haben. Weil wie oft komme ich irgendwo hin in meinem Freundeskreis und sage, ah, ich lese gerade das und das und jeder hat so 5 Fragezeichen am Kopf, weil die Mädels lesen zwar auch gern, aber wenn man halt mehr liest als ein Buch im Monat oder sowas, dann hat man halt auch mehr Rücklagen, auf die man zurückgreifen kann, von denen man erzählen oder mit denen man mit anderen diskutieren kann. Finde ich also immer ganz schön. Danke Internet, dass es dich gibt. Danke BookTube, dass es dich gibt. Danke Bookstagram, dass es dich gibt. Ich bin begeistert. Also wer die Lesejury nicht kennt, schaut unbedingt mal auf der Seite vorbei. Ich versuche dran zu denken, es auch in der Infobox unten mal zu verlinken. Dann kam gestern noch ein Rebuy-Paket bei mir an. Da waren aber nur 2 Bücher drin, deshalb wird es dazu kein extra Unpacking geben für 2 Bücher. Lohnt sich das meiner Meinung nach nicht. Ich habe mir nämlich mal wieder dieses Schätzelein hier bestellt. Weil bei der letzten Lieferung, ich glaube, da habe ich auch ein Video abgedreht, das war, glaube ich, dieses XXL Rebuy Unpacking mit über 20 Büchern. Da war es nämlich auch dabei. Und diesmal habe ich Zustand wie neu oder fast wie neu, ich weiß nicht mehr genau, wie das dort heißt, ausgewählt und dachte, gut, beim letzten Mal, bei diesem sehr gut, war ein Leserill drin, dann holst du es jetzt wie neu. Muss ich mehr dazu sagen. Also, maybe someday und ich werden bei Rebuy scheinbar keine Freunde mehr. Ich werde es jetzt auch wieder verkaufen,
weil ich einfach genau weiß, dass es ein Buch ist, das mir gefallen wird. Ich liebe nämlich Colleen Hoovers Schreibstil und die Story dahinter habe ich jetzt schon so oft gehört. Das wird mir definitiv gefallen und dann möchte ich es nicht mit Leserillen in meinem Schrank stehen haben. Da muss ich halt jetzt einfach mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und es mir ganz neu kaufen. Hilft ja alles nichts. Ich habe es jetzt zweimal bestellt. Zweimal kam es so an, wie ich es nicht gern hätte. Also fliegt Band 2 auch mal wieder und ich stelle es mir jetzt einfach bei Amazon neu. Das zweite Buch in dieser Bestellung war Silber, das zweite Buch der Träume von Kerstin Gier. Ich habe ja den ersten Band signiert, hinten irgendwo in meinem Regal stehen. Jetzt muss ich mal gucken, wo es steht. Da steht's. Und wollte mir ja die ganze Zeit schon Band 2 und Band 3 holen, weil ich die mir damals von einer Freundin ausgeliehen hatte und sie irgendwie bis heute nie neu gekauft habe, wo ich gesagt habe, ich will irgendwann nochmal die Serie rereaden. Jetzt kam es an. Also die Bestellung, da war echt der Wurm drin. Und hier unten, hallo, Autokorrektur, ja, ist halt der Schutzumschlag komplett zerfleddert und auch hier total verknickt. Ich bin ja bei gebrauchten Büchern echt nicht pingelig. Außer was Leserillen vielleicht auch in anderen geht. Aber der Schutzumschlag sollte wenigstens hier ganz sein. Und wenn ich es im Regal stehen habe und das Ding hier steht die ganze Zeit ab, das sieht doch nichts aus. Julia ist ganz, ganz traurig. Also diesmal habe ich echt mit Rebuy einen Griff ins Klo gemacht. Und dabei schwöre ich doch sonst auf Rebuy. Kann man machen. Nichts muss man gucken. Auf jeden Fall fliegen die beiden Bücher jetzt leider Gottes wieder zurück. Ich mache dann zwar, wenn ich es an Rebuy zurücksende, ein bisschen Verlust. Beziehungsweise muss ich mal schauen, ob es da nicht eine Funktion gibt, Reklamation oder Umtausch oder sonstiges, dass man vielleicht einen Gutschein oder so kriegt, um neu einzukaufen. Muss mal gucken, wie Rebuy das macht. Ich werde auf jeden Fall jetzt in Richtung Couch wandern. Ich sitze jetzt hier noch auf meinem Bett rum, weil das Licht direkt an meinem Fenster relativ gut ist und ich keine Lust hatte, mir die Softbox aufzupacken, beziehungsweise aufzubauen. Ich würde sagen, Unsinn. An dieser Stelle mache ich Schluss, bevor ich noch mehr Unsinn rede. Ich wünsche euch einfach noch ein wunderschönes restliches Wochenende, beziehungsweise einen wunderschönen Restsonntag. Ich hoffe, ihr macht's gut und ich hoffe natürlich auch, ihr schaltet am Mittwoch zu meinem neuen Video auch wieder ein. Ich habe das Video schon abgedreht, ich muss es jetzt nur noch schneiden und ich hoffe, ihr werdet Spaß dran haben. Es ist auch diesmal wieder ein bisschen länger geworden, aber ich werde gar nicht so viel verraten. Schaut es euch am Mittwoch einfach selbst an. Und wenn ihr jetzt zwischen Sonntag und Mittwoch die Lust verspürt, mehr von mir zu sehen, dann dürft ihr mir gerne auf Instagram folgen oder bei Goodreads. Dann wisst ihr nämlich auch immer up to date, was ich gerade lese. Ich muss heute Abend noch von meinem letzten Buch, das ich gelesen habe, meine Rezension abtippen. Das habe ich irgendwie beim letzten Mal vergessen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss!